Herzlich willkommen wieder an weiterer Folge vom Chili TV. Heute bei mir habe ich euren Einwander, Ivan Schmidthalter von Aro ist er. Er arbeitet mit der OXA, der Generalagentur oben an Zbrig. Herzlich willkommen. Merci Ivan. Ich freue mich, hier bei dir zu sein und bin extrem gespannt, was auf mich zukommt, wie ihr das macht mit diesen Chili-Geschichten und wie mir das anschlägt. Und ja, lieber los. Aber los, ja, hast du schon einen Zeug gefasst? Ja, ich sehe da so drei verschiedene Soßen und scharfe Chili-Geschichten. Ich denke, wir nehmen die ganz rechts. Also vom Gesehen her gefällt mir eigentlich für die Starter die sehr gut. Die. Das ist gut. Du hast heute viel Reise, hast du gesagt. Hast du da ein scharfes Erlebnis, irgendetwas, wo? Ja, scharfe Erlebnis hat es auch schon gegeben, vielleicht weniger im Kulinarischen. Im Kulinarischen eher gustige, schöne, gustige Erlebnisse. Und ich habe es immer sehr genossen. Wobei, ich weiß nicht, wie mir jetzt das ganz Scharfe da wird anschlagen. Da lassen wir uns jetzt einmal überraschen, wie das geht. Das ist gut. Ich warte sonst auf deine Ratschläge. Das ist in Ordnung, ja. Einfach hin und weg. Heizt. Doch, ja. Was schmeckt man eigentlich dem? Die Carolina Reaper schmeckt man auch ein bisschen süß. Jawohl. Das ist mit der, die das auch gemacht ist. Was ist jetzt beim Reisen? Hast du schon ein neues Ziel in Aussicht? Nein, im Moment nicht. Ich bin letzte Woche, mal ich ein neues Ziel auch. Ich war letzte Woche in Portugal gewesen. Ich durfte mit vier flotten Freunden da ein bisschen Zeit verbringen. Wir haben ein paar Runden Golf gespielt und fein viel Fisch gegessen und ganz gute Diskussionen und Hänger da gehabt. Und so habe ich eine wunderbare Zeit dürfen verbringen. Und mein nächstes Ziel ist dann irgendwann Ende Mai, Anfang Juni. Das ist Richtung Kopenhagen, Dänemark und dann noch Sprung auf Südschweden. Sind wir wieder so 8 Tage unterwegs. Spürst du etwas? Also mir brennt es ja schon wellig. Es brennt ziemlich ein bisschen. Es geht auch innenwendig ein bisschen, spürt man die Wärme. Und so. Bis jetzt ist es eigentlich innenwendig noch ein angenehmes Gefühl. Aber ich nehme an, das wird sich noch verändern. Also mir brennt schon fest über die Zunge, das ist schon nicht viel der gleiche. Ja, ich weiß nicht, sonst packen wir das Zweite. Dann packen wir das Zweite, machen wir mal weiter. Ja, machen wir mal weiter. Dann bist du der, der heute schärfer vertreibt. Ja, das ist der gute Mägli. Der Start ist jetzt gegangen. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Das ist vom Gut her ganz anders. He? Ja, die schmeckt mir jetzt fast besser. Aber ich habe das Gefühl, die ist weniger scharf. Ja, das ist. Was man also, ich habe das Gefühl, es schmeckt ein bisschen Tomat. Ja, ein bisschen Tomaten ist die, genau. Im Anfang, im ersten Mal gar nicht können sagen, irgendwie einen gut kennen oder so, ist einfach wirklich Chili. Und jetzt ist das ein bisschen so richtig Tomatengau. Wie geht's dir? Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, wenn du das hier machst, aber mir geht es wahrscheinlich geringer als dir. Nein, das ist nur Show. Ist das nur Show, ja, siehst. Ja, E-Bike fahrt ja schon. Das ist jetzt gerade ein fulder Boom. Ja, ich bin seit, also wenn eigentlich die Corona-Zeit hat angefangen und der Häufer war zu gewesen und so, habe ich mir etwas müssen machen, für ein bisschen Fitness und Zeugs. Jetzt die richtigen Biker finden natürlich auch lachen, wenn ich E-Bike mit Fitness in Verbindung bringe. Aber wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Jahre Häufen ganz, ganz schöne Touren gemacht und das Oberwall ist in Häufen neu entdeckt, wo man mit diesen Bikes ist unterwegs war. Und inzwischen ist das für mich eigentlich jetzt ein fixer Bestandteil, ein Teil von meiner Freizeit, wenn ich da damit verbringe. Ja, das ist natürlich ganz eine andere Reichweite. Mit diesen E-Bikes so kommst du viel weiter. Du hast eine ganz andere. Du kannst einstellen, wie viel das du selber willst, oder? Du bist am Schluss genau gleich kaputt. No. Und was ich vor allem extrem genieße, sind die
die Abfahrten. Ich habe früher mal habe ich Mountainbike gefahren und du bist einfach am Schluss oben, bist einfach fix und fertig gewesen und hast die Abfahrten nicht mehr so können geniessen. Und das ist natürlich, das ist jetzt viel, viel besser. No. Gefällt mir extrem gut. Aber Abfahrten, das so richtig Downhill, oder? Ja, aber schon Wegen. Also wir fahren schon einfach Wegen, aber ein bisschen so technische Passagen und so Sachen. Aber nicht wie die Downhiller, nicht so. Nicht so grob. Nein. Man muss es so ein bisschen, wie sagt man, zum Alter anpassen. No. Dass das einigermaßen unfallfrei einfach starten geht. Ja, das wäre da auch schon, wenn man da Unfall macht. Wäre eigentlich auch blöd. Ja. Was nächstes Jahr noch, oder was meinst du? Der Butzen noch eins. Ja, wie verdrehst du das fast gehört? Ja. Es sieht nur so aus. Das ist jetzt wieder ein ganz anderer Gut. Und in der Mitte, wir haben es fast am besten gespielt. Ich habe das Gefühl, das ist wieder ein bisschen stärker. Aber wahrscheinlich soll ich nicht jedem gleich anschlagen. Ja, das ist... Mich tut jetzt die Ziege fast wie die Stimme nehmen. Gell? Ja, schau, erst kurz bei mir rein. Ich will noch sagen, bei mir in das Uhr, aber doch. Jawohl, ja, da spürt man. Der erste habe ich mehr hier drin, also einfach die Wärme mit den Dings gespürt und die ist jetzt extrem im Hals, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Damit sie so verzungen. Mal. Damit sie kratzen tun. Ja, es kommt wahrscheinlich jetzt auf den Vorderen noch. Die Wirkung ein bisschen ja, mehr raus. Da willst du schon immer ein bisschen nachhelfen. Gell? Ei. Golf tust du ja, Janik, hier? Ja, ein bisschen in der Freizeit, ein bisschen Golf spielen. Da können wir jetzt gehören uns, wo machst du das hier am Oberwald? Das Riederalp, weiss ich, dass dann ein Golfplatz hat und du mir noch das Beach hat, so ein Driving Range, sage ich, also ja, richtig? Jawohl, es hat in Beach ein Driving Range, es hat in Obergästlerkurs, ein Einlochkurs, auf der Riederalp ein Einlochkurs, in Randa, Zermatt hat es ein Einloch und in Leugt hat es einen, Lake Susta hat es einen 18-Loch-Platz. Jawohl. Und nachher bin ich halt viel, wenn ich unterwegs bin, so dann, das ist, du musst dir das vorstellen, wie im Skifahren, du hast irgendwo, hast du so ein bisschen deine Heimdings und nachher gehst du aber auch in andere Erden und so. Lernst neue Gebiete kennen, lernst neue Plätze kennen und so. Also, dass immer etwas Abwechslungs drin ist, ist eigentlich das, was mir zieht. Ja, ich sehe, du machst immer nichts erleichen, weil du Schärfe. Darf ich das als Nass? Ja, selbstverständlich. Also, du tust den Schweiß abputzen, ich muss die Tränen abputzen. Schweiß und. So tut es bei jedem anders anschlagen. Das ist ja so, ja. Gell? Nein, aber ich sagte, das war super von dir. Du hast das mega gut gemacht und ja, vielen Dank für deine Besuch hier bei mir. Ja, merci, Ivan. Wunderbar gsi. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten mich ein bisschen informieren über die verschiedenen Chilisorten. Und das auch mehr brüche und auch probieren, das noch ein bisschen kennenzulernen. Das war eine ganz gute Idee und ein Input hier, für einmal ein bisschen etwas in die Richtung zu starten. Ja, das herzlichen ist Dank. Schön. Wunderbar. Und das anderes Mal. Alles Gute, merci. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Hey, nichts erleichtert. Ja.